Aber diese Verse, Matthäus Kapitel 18, werden auch andersherum falsch verstanden. Beispielsweise, es gibt derartig unzählige YouTube-Kommentare unter unseren Predigten. Ich kann nicht zählen, wie oft ich das schon gelesen habe. Und wie, hast du den Bruder Gassmann schon unter vier Augen zurechtgewiesen? Hast du schon mal mit dem Bruder Olaf Latzel unter vier Augen geredet? Nein, weil der Typ kein Bruder ist. Und weil er auch nicht an mir gesündigt hat, Idiot. Wie kann man so dumm sein und so einfache Verse nicht verstehen? Hast du schon mal den Bruder unter vier Augen zurechtgewiesen? Hast du ihn das mal erklären lassen vielleicht? Hallo, Irrlehrer, falsche Propheten, sei es Jakob Czarnke, Jürgen Fischer mit seinen sieben Sakramenten oder Olaf Latzel oder wer auch immer, Lothar Gassmann. Schau, sie sind nicht unsere Brüder, sie sind nicht gerettet. Okay, und sie haben nicht an uns gesündigt. Ich meine, das ist nicht schwer zu verstehen. Oh, hast du schon mal unter vier Augen mit ihnen darüber gesprochen? Nein, werde ich auch nicht, weil ich nicht meine Zeit verschwenden werde mit einem falschen Propheten, der zur Hölle fährt, sowieso. Aber so viele Leute denken, woher kommt das? Ich verstehe das nicht. So viele Leute denken, dass Matthäus Kapitel 18 irgendwas damit zu tun hatte, dass wir bei einem anderen Bibelverständnis mit einem Bruder irgendwie darüber reden sollten unter vier Augen. What? Nein. Und diese Idioten beziehen das immer auf irgendwelche Irrlehrer, die also nicht unsere Brüder sind und die nicht an uns gesündigt haben, weil sie gar nicht zur Gemeinde zugehören. Worum geht es hier in Matthäus Kapitel 18? Es geht um offensichtlich ein Gemeindemitglied, das an dir persönlich sündigt. Das ist eine ziemlich konkrete Situation. Die Bibel sagt nicht, was das für Sünden sind. Aber wir können natürlich 1. Korinther 5, Vers 11 in Verbindung damit bringen, okay, harte Sünden, für die jemand aus der Gemeinde rausgeworfen werden könnte. Und wenn er so eine Sünde begeht in Bezug auf dich, dann würden wir das anwenden. Schwerwiegende Dinge, tatsächlich schwerwiegende Dinge, die wir als Christen nicht einfach so tolerieren sollten. Aber schau, jeder Christ ist natürlich immer noch ein Sünder. Also wir werden Sünden wie, der war respektlos zu mir, der hat mir nicht die Hand gegeben. Das werden wir tolerieren. Wir werden darüber hinwegsehen. Okay. Ich hoffe, diese Erklärung macht Sinn. Und sei nicht so dumm wie diese Leute, die andauernd irgendwie Irrlehrer schön reden wollen. Und hast du mal unter vier Augen mit ihnen geredet? Nein, habe ich kein Interesse daran. Denn wenn man einen Irrlehrer, einen falschen Propheten zwei- und dreimal zurechtgewiesen hat, soll man ihn abweisen. Also einfach abweisen. Tschüss. Nein! Rede nicht mit mir. Ich weise dich ab. Ich will nichts mehr mit dir zu tun haben. Nein, Menschen bekommen nicht immer wieder noch und noch eine Chance. Und außerdem, so falsche Propheten, die in der Öffentlichkeit sind, die im Fernsehen zu sehen sind, die ihre Predigten auf YouTube veröffentlichen, müssen wir die zurechtweisen? Schau, die wissen, was das richtige Evangelium ist. Das ist nichts Neues für die. Okay. Also nein, die brauchen keine persönliche Zurechtweisung. Das sind falsche Propheten. Höchstwahrscheinlich sind sie alle verworfen. Das, worauf die Bibel hindeutet.